Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinig Zeitgedanken. Es ist wieder Montag, eine neue Woche beginnt, und zwar der 3. Juni. Und an diesem 3. Juni wollen wir natürlich wieder auf Lehrtext und Losung hören, auch wieder an einem Ort, wo die Fische eine große Rolle spielen. Aber in den Texten geht es diesmal nicht so sehr um die Jünger, sondern es geht vielmehr um Grundsätzliches. Da heißt es in der Losung im 2. Königebuch: Herr, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Das alles ist gesprochen in einer großen Auseinandersetzung zwischen Hiskia, dem König, ein sehr frommer König, der versucht hat, wieder das Israel zusammenzuführen und die Menschen zueinander zu bringen, und in einer Zeit aber gesprochen, in der die Assyrer versuchten, Israel einfach zu annektieren, klein zu machen, kaputt zu machen. Eine Großmacht greift also Israel an, und Hiskia wendet sich natürlich im Gebet zu Gott. Und er bittet, dass das nicht passieren möge. Und tatsächlich geschieht etwas Wunderbares. Gott mit einer Fake News führt er die Assyrer hinters Licht. Das muss man sich mal vorstellen. Es gab sie also auch schon früher, nicht nur heute. Heute kommen ja diese Fake News von den offiziellen Medien, und sie führen Tausende und Abertausende Menschen hinters Licht. Und das ist auch damals passiert, aber gegenüber der Großmacht. Und so sind sie nicht gekommen, haben Israel nicht platt gemacht. Und Hiskia ist natürlich hoch erfreut darüber, dass das nicht eingetroffen ist. Und deshalb rühmt und lobt er Gott, dass er gar keine anderen Worte finden kann als: Herr, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Und das heißt, was gibt es Schöneres, wenn man im Augenblick erfährt, dass selbst eine Großmacht keine Chance hat? Und deshalb merken wir, wie wichtig es ist. Hiskia ist ins Gebet gegangen, dass auch wir heute ins Gebet gehen und Gott darum bitten und nicht einfach darauf warten und sagen: Ja, die werden es da oben schon richten. Die werden uns schon richtig vertreten mit unseren Verhandlungen. Und ob wir nach Bern oder nach Paris oder nach Berlin schauen, da können wir lange schauen. Da erleben wir nicht das blaue Wunder, sondern wohl ein schwarzes Wunder. Und deshalb lade ich nur ein, aus dieser Losung den Schluss zu ziehen und zu sagen: Gehen wir doch wie Hiskia ins Gebet, vielleicht finden wir dann so wunderschöne Worte wie er, weil wir erfahren werden, dass nicht die Großmacht, sondern die Globalisten keine Chance haben. Kommen wir zum Lehrtext. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist überall derselbe Herr. Reich für alle, die ihn anrufen, aus dem Römerbrief, aus dem 10. Kapitel. Und das schreibt Paulus und unterstreicht diese alttestamentliche Botschaft. Es reicht für alle, er ist groß, aber hier steht das Wort ganz am Ende: die ihn anrufen. Und manchmal bekommen wir ja das Jammern, dass wir sehen, wie viel rufen denn Gott wirklich an? Da entdecke ich immer wieder, da gibt es so viele, die sagen: Ja, ich glaube, natürlich bin ich mit Gott verbunden. Aber ihn anzurufen und in die Öffentlichkeit zu gehen und große Gebete stattfinden zu lassen, Bußübungen zu tun und der Öffentlichkeit zu zeigen, wir stehen mit unserer ganzen Persönlichkeit für Gott und wir erwarten, dass Gott uns hilft. Darauf kommt es letztlich darauf an. Und so möchte ich uns Mut machen, dass wir Kraft bekommen, dass wir aus diesem Wort auch erfahren, dass Gott für alle da ist. Und dass er auch heute in dieser globalistischen Zeit, wo man uns alles nehmen möchte, dass er helfen will, wenn wir ihn anrufen. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht,
Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Haben Sie eine gute Zeit, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Und wenn Sie mögen, schalten Sie diesen Stream auch für andere frei, teilen Sie ihn. Und herzlichen Dank für alle Unterstützung und natürlich für die wunderbaren Worte, die mich immer wieder in den Kommentaren, auch selbst hier fern von meiner Heimat, erreichen und begleiten. Machen Sie es gut, Ihr Reini von den Zeitgedanken. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben war. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Des Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.